hier in der Hochschule mit gesellschaftsrelevanten Fragen beschäftigen, haben wir hier durch die Studierendengemeinschaft tatsächlich auch etwas geschaffen, indem wir diese theoretischen Konzepte in Praktiken umwandeln. Das heißt, wir fragen uns auch tatsächlich, was das konkret für unser Erleben im Alltag bedeutet und formen demnach halt in Reflexion auch unser Miteinander und können dadurch ein Reallabor dafür sein, was wir im Großen für die Gesellschaft als Vorschlag vorbereiten. Was ich gelernt habe, ist tatsächlich vor allem das Verstehen. Also das Verstehen, wie ich mir selbst die Welt erkläre und den Versuch zu verstehen, wie das andere tun, damit wir überhaupt in eine offene Kommunikation eintreten können, in der wir dann tatsächlich auch verhandeln können, wie wir unsere Zukunft gemeinsam gestalten wollen.